Und hier ist er schon zu uns gekommen. Das ist Kataro vom Karajan aus der Prinzess von Périgueux, Cervantes Sandro Song. Bei Otto Sölzer in Fritzlar gezogen, dieser so edle, typstarke Jungvererber, der uns ja im letzten Jahr auch ohne Publikum hier schon so fasziniert hat, aufgrund seines Ausdrucks, seiner Ausstrahlung. Wir freuen uns, dass wir Christian Temme im Sattel begrüßen dürfen, der ja auch schon den Vater so erfolgreich vorbereitet hat in Richtung großer Sport. Ja, es ist in der Tat eine Riesenfreude, jetzt den ersten gekörten Karajan heute das erste Mal unterm Reiter am Sprung zu präsentieren. Und wer könnte das besser machen als der Reiter, der auch Karajan hier immer für uns präsentiert hat. Ein Hengst, der, glaube ich, typvoll, unheimlich schön ist im Exterieur und gleichzeitig auch optimal konstruiert. Seine Galoppade haben wir gerade schon gesehen. Er bringt dabei trotzdem auch Rahmen mit, ist kein schwerer Typ, sondern ein unheimlich sportliches Pferd. Und das ist, denke ich, etwas, was auch in den modernen Parcours, die wir jetzt ja sehen, die sich immer weiter entwickeln, die technischen Anforderungen werden immer schwieriger. Und da ist so ein Pferd mit so einem Exterieur und so hohen Reitpferdepoints, glaube ich, sehr gefragt. Hat ja einen überragenden 14-Tage-Test im vergangenen Jahr in Adelheidsdorf absolviert. Gesamtsieger, springbetonte Endnote 8,45. Und Périgueux ist ja auch so ein Leistungshengst, vor allen Dingen auch unwahrscheinlich konstant in der Leistung, von dem kann Marco Kutscher sicherlich auch schwärmen, also auch hier eine tolle Kombination. Kalido in vierter Generation über den dritten Vater Cervantes. Ja, ganz harmonisches Springen, ist vielleicht noch ein klein wenig forsch gewesen zum Stallsprung hin. Ist unheimlich eifrig, will das alles richtig machen. Aber gerade jetzt am Ochser hat man ja gesehen, wenn er sich loslässt, wie sehr der schon anfängt, durch den Körper zu springen. Gerade vierjährig. Sehr, sehr gut. Spitze. Ich würde sagen, den Steilsprung lassen wir so, den machen wir noch einmal und den Ochser können wir noch ein klein wenig erhöhen. Ja, gerade eben ein kleines bisschen dran getickt, jetzt eine super, super Reaktion. Überhaupt nicht klemmig, nur aufmerksam. Jawohl. Ganz klasse Runde, ihr beiden. Vielen, vielen Dank, Kataro und Christian Temme. Euer Applaus. Super, Christian. Klasse. Kataro. So, der Sturm hilft jetzt auch noch. Ich guck mal. Christian sehen wir gleich nochmal. Jetzt kommen wir zum Vater.